Hallo zusammen, ich möchte euch gerne die drei verschiedenen Shruti-Box-Modelle vorstellen. Zuerst einmal etwas Entmystifizierung. Eine Shruti ist eine Oktave im Englischen. Ganz simpel und einfach. Hier haben wir von C bis C. Das ist die große Shruti-Box, die wir in den letzten Jahrzehnten mit unseren Partnern in Indien entwickelt haben. Aus Vollholz, sehr edel verarbeitet, ein schöner Blasebalg mit sehr viel Luft. Je größer das Gehäuse, umso mehr Akustikraum. Mehr Akustikraum heißt einfach mehr Wärme. Je größer das Gehäuse, je größer der Blasebalg, was mir ermöglicht, mit der Shruti-Box leise zu spielen, zu flüstern. Für mich persönlich ein sehr wichtiges Qualitätsmerkmal. Vielleicht liegt es daran, dass ich eher scheu bin, wenn ich singe. Ich bin nicht so der Rocksänger. Ich kann natürlich lauter werden. Ich kann akustische, perkussive Elemente einsetzen. Bei der großen habe ich jede Menge Luft zur Verfügung, kann während dem Spielen einzelne Töne wechseln. Ja, wie ihr schon heraushört, ich bin Fan von der großen Shruti-Box. Das macht mir gleich den Kontrast, wir gehen zu der kleinen Shruti-Box. Kleiner Akustikraum, kleiner Blasbalg. Auch ein sehr schöner Ton. Hier unten übrigens Standfüße. Der Ton auch gut, aber wenn ich jetzt so langsam wie hier pumpe, ist es zu langsam. Ich muss aktiver pumpen und dadurch wird die Shruti-Box automatisch lauter im Ton. Also ich muss kräftiger singen. Selbstverständlich ist sie viel handlicher zu mitnehmen. Du kannst sie in die Handtasche. Ja, in die Handtasche packen und ja, ist auch natürlich etwas leichter. Und jetzt die Mitte, die mittlere Shruti-Box. Wie du siehst, fast so breit wie die Größe, einfach etwas tiefer. Also vom Blasebalg her immer noch viel Luft. Also ich kann schon ziemlich leise spielen, muss aber trotzdem aktiv bleiben. Nicht so aktiv wie bei der kleinen. Ja, die Entscheidung liegt bei dir. Groß, mittel oder klein. Viel Spaß bei deiner Wahl.